Und dann noch das hier. Schön. Wunderbärchen. Der Killer denkt sich auch, what the fuck? Nee, bei den Offerings denkt er auch, oh, Idiot. Ja, deswegen sag ich doch, oh, what the fuck ist mit denen falsch, ey. Ja. Ein anderes Survivor. Bei uns ist einiges falsch, glaube ich. Sollten alle mal zum Psychologen. Ja, Leute, ne? Weißt du Bescheid, ne? Ich dachte, das wäre hier schon die Therapiesitzung. Wird das eigentlich auch gewogen? Ich meine, weil, du weißt, ich hier bei der Armee, ne? Und da muss man ja, da gibt's doch diese komische Prüfung und so, ne? Da wird ja alles beleuchtet und so, ne? Nein, das wird nicht gewogen. Was für ein paar Haken ist das? Nein. Das ist der Kettensägen-Typ, oder? Nein, doch. Das ist der Kettensägen-Typ. Da sind nur Stahldinger dran. Aber es könnte auch der Trapper sein, also ich bin mir nicht sicher. Der Trapper hat Seile. Stimmt, dann. Und der Geist hat Mandase. Und alles ist andere Holzrein. Ist ein Kill. Ist ja. Hillbilly. Ja. Fuck the shit out of it. War gerade an dem Haken. Ich komme irgendwie da nicht mehr, nie mehr von mir weg, ey. Es ist ernsthaft. Ich kann dir versichern, Bumbunt wurde es bei mir nicht überprüft. Da wurde es nicht gewogen, ja? Ist ja weil er zu klein nein. ist oder nein. so, keine Ahnung. Also, ne, da reicht das dann mit den 20 cm nicht an, ne, dann. Der im Bereich wurde überprüft. Ernsthaft? Ja, natürlich, bei Ermusterung schon. Da greift dann der Doktor zu und sagt, bitte einmal husten. Warum musst du denn husten? Ich habe keine Ahnung. Ist ja nun schon ein paar Jährchen her, die Musterung. Izzy ist am Kreischen und alle anderen müssen bei der Musterung husten. Mhm. Izzy darf kreischen, ja. Wird das bei Frauen eigentlich auch dann kontrolliert? Ich weiß ja, nicht. Kennst du auch bei mir ist das. Arzt. Jetzt einmal die Beine breit machen. Ich vermute, das wird auch untersucht. Die wollen ja alles auf Krankheiten untersuchen. Das ist der Hillbilly. Ja, natürlich. Huch. Ein Vorsichtshalber. Nochmal ein Geräusch hinterher. Nicht alle wegrennen. Einer muss hier bleiben, um mich runterzuhaken. Runterzuhaken. Achso, Izzy, du bist das gewesen. Ich dachte gerade, Zwilger läuft mir die ganze Zeit vor. Vor die Flinte hier. Ihr schafft das ja, ne? Gut. Warum hänge ich eigentlich immer als erstes? Finde ich ja nicht so toll, muss ich sagen. Aber er campt, glaube ich. Guckt auf unsere Richtung. Ja, er campt. Ich versuche zu escapen. Einmal. Okay, das dritte Mal nicht. Hast du vorhin nicht gemeckert, dass wir dauernd die Dinger explodieren lassen? Ich wollte nur gucken, ob die Ladung richtig ankommt. Die Ladung kommt gerade hergerannt. Ich gehe hier übers offene Feld, vielleicht kannst du Izzy retten, wenn Ender mir ist. Komm doch nicht zu mir, bitte. Ja, ich versuche, Izzy, ich versuche, ne? Das ist super. Ich struggle. Ich habe ihn gestunt. Aua. Ich habe ihn wieder verloren. Er ist nicht hinterhergerannt. Aber er kommt zu mir, verdammte Kacke. Oh. Kommst du zum Bus? Code, bitte. Izzy? Meinst du? Oh, scheiße. Wer ist das denn da? Bin ich. Jake. Also kommst du zum Bus, Izzy? Ja, kann ich machen. Warte, ich muss... Ja, so. Ich komme. Ach so, ja, nö. Okay. Ich wollte dich da heilen, aber okay, du hast dich ja selber jetzt geheilt. Also gut. Ach so. So eine bist du. Na? Map using. Mhm. Jetzt im Teufel ist der letzte Generator. Ich will keinen. Der ist an. Die Truhe wurde noch nicht gelootet.
Nope, ich sehe hier keinen Generator irgendwie. Bin ich zu blöd dafür. Ich guck gleich mal bei einer Map. Also, warte mal kurz, bis ich den scheiß Haken, den ich sabotiert habe. Ah, doch, ich hab einen. Aber nein, da gehe ich nicht hin. Ich hab Lilibili gefunden, übrigens. So, nebenbei. Ausgebuddelt? Ja, natürlich. Der steht nämlich neben meinem Generator. Ich wollte gerade so ganz happy sagen, ja, ich habe einen Generator. War wohl nicht. Also er ist hier bei mir gerade. Ich habe auch noch einen Generator. Und, ich bin auch an einem Generator. Schön, dass wir alle am Generator sind. Ja, er ist hinter mir jetzt. Ich bin an einem Tor. Dann bleibe ich da, glaube ich, am besten mal. Ich glaube, der campt meinen Generator hier, weil er weiß, dass da jemand dran war. Hat von mir abgelassen. Frag mich nicht warum. Er rannte hier eben die ganze Zeit um den Generator rum in den Kreis. Komm zurück. Komm, den schaffen wir noch durch. Los. Oh nein, scheiße, es hat er mich. Nein. So, ich mach eine Tür schon mal auf. Ich auch. Geklöppelt. Warum? Gut. Weil er mir hinterherläuft. Oder? Ja. Ich denke mal, weil er ist von mir weggegangen. Okay, zweite Tür ist auf, dann Kali. Ich werde krabbeln. Luca, warte ich schon mal, dann komme ich jetzt zu dir gekrabbelt. Okay. Gekrabbelt? Ich dann auch gerade zu Kali. Okay. Bara, du kannst direkt durch eine Tür, die offen ist, raus, glaube ich, wenn er hinter dir ist. Ja, ja. Also? Ich schmeiße nur ein paar Bretter um. Ich erreiche Kali gleich. Bin da. Okay. Ich bin draußen, er ist hinter mir hergelaufen, ihr müsst schnell machen. Komm mit. Warte, ich hab euch gerade gesehen. Wo seid ihr? Nein. Wir sind die Wand runtergelaufen. Mhm. Ich zeig Kali ihm den Ausgang hier. Ja, ich sehe den Ausgang. Lauft raus. Okay, lauft ja. Raus. Ja. Ausgang. Kann ich mehr als rennen. Oder humpeln. Alle zu miteinander. Fuck it. Renn. Ja, ich bin ja nicht verletzt. Aber ich bin verletzt. Ja, dann versteck du dich. Krabbel raus! Nein, oh, ernsthaft. Oh, fuck. Ach, nee. Ja, renn einfach raus. Ich dachte, du wärst schon draußen. Ja, nee, oh nein, noch nicht? Hä? Versuch dich abzuhaken jetzt einfach. Ja, versuch ich doch. Weil ich wurde nicht vollständig geheilt. Sonst hätte ich es geschafft, aber nein. Mann. Ja. Ich habe genug Blutpunkte gekriegt. Ich nicht. Wieso bekomme ich eigentlich so wenig Blutpunkte in den Runden? Ich mache doch immer fleißig Generatoren. Der heißt Heisenberg, oh Mann. Oh, mein Item ist lost. No. Man hat nur Iron Grasp. Ich kann auch spectaten? Nee, jetzt nicht mehr.